Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch willkommen heißen zu einer heißen, raunchigen, leidenschaftlichen Passnotes 11.5 ist heute angesagt. Ja, ihr seht schon im Hintergrund, ich habe die Ramontik heute, weil wir natürlich einiges an Ramontik nachholen müssen, auf Turbo gestellt, ja. Es ist ein großer Bedarf da. Viele von euch sind unterramontisiert. Und deswegen dachte ich mir, okay, wir müssen hier wirklich das maximale Register rausziehen. Und deswegen heute in voller Montur. In Lasermontur. So, wir haben die Patch schon 11.5. Und ja, Asia. Meine Freunde. Meine Freunde, fangen wir doch. Lass uns erstmal das Eis brechen. Wie wäre es, wenn ich einfach erstmal einen Schluck trinken würde? So, damit wir nicht direkt ans Eingemachte gehen, sondern uns erstmal wieder ein bisschen, naja, wie sagt man, kennenlernen. Mmh. Lecker. Wie geht's euch denn so? Wie habt ihr geschlafen? Wie war euer Tag? Was geht ab, Berlin? Gut. Also, die Patch Notes. Asia gibt's jetzt tatsächlich, wurde angekündigt in Lore, in TFT, also nicht in TFT, in League of Runeterra, Legends of Runeterra. Sah super cool aus, finde ich cool. Und passend dazu, dass der kommt, wird er genervt, ja. Ja, mit Asia, das ist natürlich immer so ein Ding, Pro-Play und so weiter, ne, da ist er immer zu stark. Deswegen wird er auch mal wieder jetzt hier genervt. Finde ich natürlich, naja, mehr als traurig, weil ich würde ihn wirklich gerne mal wieder spielen. Asia und ich, wir hatten echt damals richtig coole Zeiten, so. Wir waren durch dick und dünn, wir haben alles zusammen, wir waren zusammen McDonald's, wir waren zusammen Party machen. Er war mein Wingman, habt ihr gecheckt, wegen Flügel, okay. Gut, auf jeden Fall, ne, wir waren wie, ne, Pech und Vogel, ne, das waren einfach richtig schöne Zeiten. Aber irgendwann hat es sich verlaufen und ja, nun gehen wir getrennte Wege. Wobei ich natürlich tagtäglich immer noch an ihn denke und er ist immer noch in meinem Kopf und ich frage mich, soll ich zurück zu ihm? Soll ich vielleicht wieder ihm bei WhatsApp schreiben und sagen, dass ich ihn vermisse? Ich weiß es nicht. Ist das zu viel? Gut, auf jeden Fall machen seine Soldaten 10 weniger Damage und das ist sehr tragisch. Gragas ist auch ein bisschen stark, gerade auf der Toplane. Und Toplaner sind ja immer so, dass die meistens, wenn Tanks auf der Toplane zu stark sind, werden die an Mana-Kosten genervt. Ja, das heißt, wir haben auch hier einen Mana-Kosten-Nerf und du kannst nicht einfach permanent dein ganzes Zeug spammen, was eh immer trifft. Barrel Roll trifft ja immer. Na, fast, quasi. Gut, deswegen auch mit 80 Mana tut definitiv weh. Vor allem schon auf Stufe 1 kostet das 20 mehr. Das haut rein, Leute. Das haut rein, ja. Also ab mit euch. Ist jetzt gut gewesen. Könnt jetzt wieder in den Jungle gehen. Jax, Leute. Jax ist broken. Jax ist eine unendliche Zahnpasta-Tube. Jax ist komplett over. Kriegt jetzt einen Damage-Buff. Kriegt 1 AD mehr pro Level. Ist nett. Ist nett. Sind 17 AD. Ist cool. Karma. Karma kriegt ein bisschen Cooldown Reduce auf Inner Flame. Ist nett. Eine Sekunde weniger, das ist definitiv nett, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich würde sie über Asia stellen und sie daten oder so, nee. Aber es ist nett, es ist nett, es ist schön, es ist okay. Gut, Kog'Maw. Kog'Maw hasse ich. Kog'Maw wird gebufft und zwar macht er 1% more maximum health damage mit seiner W. Ja, also ist schon nett, aber ich mag Kog'Maw nicht. Niemand mag Kog'Maw. Gibt es irgendjemanden, der sagt, ja, ich spiele gerne gegen Kog'Maw? Es gibt die Theoretiker, ne, die sagen, ja, den musst du nur CC'en, den musst du nur Damage drauf machen, dann ist der sofort tot, dann kann der gar nichts. Das sind dieselben Leute, die sagen, ja, Kassadin, den musst du nur ganken, Master Yi und Katarina, ein CC drauf, dann sind die richtig einfach. Das sind die Theoretiker. Die haben aber außer von Toten und Blasen haben die gar keine Ahnung. Gar keine. Ne? Weil die sind die Ersten, die von Katarina gewonshottet werden. Ja, zum Thema Master Yi. Wird gebufft. 10 mehr Damage im Voodoo-Seal auf Stufe 5. Das finde ich nicht so gut, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und warum das so ist, werdet ihr vermutlich über oder übermorgen sehen. Ne, morgen oder übermorgen, so herum. Denn da kommt auch noch Master Yi-Game auf euch zu. Ja, und also, ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht gut. Kein Fan. Hashtag kein Fan. Pike. Pike in der Mitte zu stark. Boah, ich würde ohne Witz. Mach Pike in der Mitte viable und ich würde sofort, naja, 24 Stunden Stream, weiß ich nicht, aber ich würde sofort einen 20 Stunden Stream machen. Pike only. Ja, nee, vielleicht nicht Pike only, aber Pike Mitte ist so cool, das waren Zeiten. Pike war halt mein zweiter nach Asia, so, ne, das war, ja, das war auch schon, das waren tolle Zeiten, das war schön und so. Aber irgendwann hat sich dann auch verlaufen und ja, so ist das halt, ne. Ja, Pike war halt schon richtig cool in Mitte, hat mega Bock gemacht. Ich glaube, fast, also selten haben mir Champions so viel Spaß gemacht wie Pike Midlane. Holy shit. Wird jetzt aber nochmal genervt. Und ich fand es jetzt schon nicht mehr so richtig viable. Aber anscheinend spielen es ja noch einige.
Und zwar ist es jetzt so, der graue Balken, den du bekommen hast, wird von 25,50 von dem Damage, den du bekommst, auf 10% reduziert. Scaled allerdings mit Lethality, was eigentlich ein Buff für Midlane ist, weil du da ja mehr AD hast. Aber 10% ist natürlich eine Katastrophe, ist absolut unviable in der Mitte. Und das Ganze stackt sich auf 35% hoch, plus 15% Lethality, wenn zwei oder mehr Gegner in der Nähe sind. Das heißt, wenn man jetzt Pike alleine durch die Gegend fährt, gegen einen alleine fightet, was man gerne macht, weil man roamt, und dann will man einen catchen und töten, 10%, holy shit, kannst dich gleich begraben gehen im Wasser. Wie heißt das Verb für begraben im Wasser? Ertränken. Aber was ist, wenn man im Meeresboden begraben wird? Gibt es dafür einen Fachbegriff? Ein Wassergrab. Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, ja, tut weh. Ich hatte letztens noch drüber nachgedacht. Die haben ja Pike Support spielen, aber selbst das, Ich denke aber mit 50% Lethality, also wenn du zwei Gegner um dich herum hast und ein bisschen Lethality, dann ist es ein Buff. Dann ist es ein Buff. Ansonsten wird es schwierig. Kiana. Kiana ist mega cool, macht auch mega Bock, aber bei Kiana habe ich immer das Problem, sie ist zu schwer für das, was sie bringt. Ja, bevor ich Kiana spiele, könnte ich genauso gut Zed oder was anderes spielen. Die können dasselbe, mehr oder weniger, und die kacken nicht so hart rein. Weil Kiana ist schon manchmal schwer, muss man sagen. Ja, die Ultimate zu landen, ich finde es gut, dass sie jetzt mehr Schaden macht. 60 mehr Damage auf Stufe 3. Ich finde, naja, ihre Ultimate hat halt viele Sachen. Es ist ein Knockback, es ist ein Stun und es macht Schaden. Und es geht auf viele Gegner, während eine Z-Ultimate nur auf einen geht. Aber ich finde 300 Schaden ein bisschen wenig dafür, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, die Ult hat ein ganz gutes Scaling, aber ich fände hier sogar 350, glaube ich, nett. Aber wir wollen ja auch nicht übertreiben, ne? Ihre W macht auch ein bisschen mehr Damage. Das sind die Auto-Tags, wo man mit Auto-Tagt. Also, die Auto-Tags machen mehr Schaden, so herum. Ist cool. Statt 30% AP-Scaling sind es das 45%. Und wir haben auch 24 mehr Damage. Und man muss ja auch berücksichtigen, dieser Damage geht auch mit rein, wenn man, ich weiß nicht genau, wenn man die Q macht oder wenn man irgendwelche Spells, glaube ich, noch macht. Da kann das mit reingehen, I think. Irgendwie sowas war da. Gut, Rammus. Rammus ist nervig, hat jetzt ein bisschen weniger Leben. Tut weh. Tut definitiv weh. Rell ist gerade in der Pro-Szene komplett broken, hat jetzt weniger Rüstung und mehr Cooldown auf der W, das heißt, die switcht nicht mehr so auf. 2 Sekunden tut mega weh. 2 Sekunden auf beide Formen tut ordentlich weh. Samira ist mega weak, wird gebufft, hat jetzt ein bisschen mehr AD und auch ihre Q macht ein besseres AD-Ratio-Scaling-Wert jetzt. Das heißt, statt 110% haben wir nur 20%. Ist cool, ist nett und ist cool. Ich mag Samira jetzt nicht so gerne, also auch nicht dagegen zu spielen, deswegen, ja. Dann haben wir den Kurani-Reiter und Kurani-Reiter wird gebufft. Sejuani ist ja immer so ein Ding, sie kommt und geht und dann wird sie wieder gebufft, genervt. Sie ist immer so, sie ist nie viable. Also ich meine, sie ist nie balanced. Sie ist entweder zu stark oder komplett weg. Eins und eins. Komplett übermächtig oder weg. Gut. Und zwar haben wir jetzt hier auf der W, auf den zweiten Schlag, wo die mit ihrer Peitsche draufkloppt, haben wir ein besseres Maximum Life Scaling. Finde ich immer ganz schwierig. Weil Maximum Life ist, naja, das peitscht dir halt komplett den Rücken wund, ne? Ist nicht geil. Ist nicht geil. Also klar, es gibt Leute, die stehen auf sowas. Aber, ne? Maximum Life Damage ist nie cool. Weil das heißt so viel wie, hey, du spielst gegen einen Tank, der Full Tank ist und tötet dich trotzdem. Einfach weg. Seraphine. Seraphine ist ein bisschen zu stark, deswegen wird ihre Passive ein bisschen genervt. Das heißt, Allies machen jetzt viel weniger Schaden mit den Noten nur noch 25%. Und ihre Ultimate hat mehr Cooler. Ist auch gerade, also 180 Sekunden. Holy Toledo, wie ich so gerne sage. 180? Bruder. Das ist schon arsch viel. Mit arsch viel meine ich arsch viel. 180? Also, heilige. Du heilige. So, Shaco, meine Freunde. Endlich mal was Interessantes. Ich wollte letztens noch sagen, wir haben mal wieder Shaco spielen. Shaco, folgendes. Erstmal wird er mehr auf Support gespielt und deswegen ist er da, wird er genervt. Shaco wird genervt, weil er auf Support zu stark ist. Und das hat mich erstmal erzürnt, weil ich sagte, ah, toll, jetzt müssen wir als Jungle Shacos, ne, wir, die Jungle Vereinigte Vereinigung der Vereinigten Shacos, werden genervt. Denn der Base Damage wird um 10 reduziert. Ne, Quatsch. Um 5 wird der Base Damage reduziert und der Single Target Base Damage wird um 10 reduziert. Ja. Statt 85 pro Schuss 95. Statt 95, 85. Das tut weh. Allerdings. Es ist so, naja, so halb und halb gehacktes, würde ich sagen. Denn man bekommt einen Buff. Pop goes the monster. Und zwar, wenn die Box Monster angreift, macht sie zusätzlichen Schaden. Auf Stufe 1 sind das 10. Das heißt, wir haben statt 10 oder statt 15 wie vorher haben wir 20. Was super cool ist. Ne?
Und hier haben wir statt 25, 35, das heißt, das ist even. Allerdings scaled das Ganze richtig krass hoch. Auf Stufe 5 haben wir 50 Damage to Monsters. Bonus Damage. Das heißt, wir haben hier statt 30, beziehungsweise nehmen wir einfach den alten Wert. Ja, wir haben statt 35 haben wir 80. Holy shit. Und hier haben wir statt 95 haben wir 145. Das ist freaking crazy mega strong. Die Frage ist also, das fängt aber erst an, nachdem man ein paar Punkte in die W reingemacht hat. Die Frage ist also, könnte es worth sein, richtig früh Punkte reinzumachen? Mehrere Punkte. Vielleicht schon mit Level 4, den zweiten Punkt. Könnte worth sein. Vielleicht wird dadurch AP-Shaku jetzt im Jungle wieder stärker. Das einzige Problem, was hierbei ist, ist, dass das auch Jungle-Shakus Boxen an Champion natürlich. Das hier geht nur für Monster. Das ist nur Monster-Damage. Wenn du also einen Champion angreifst, hast du einen genervten Wert. Der ist geringer als vorher. Sind wir mal ehrlich, meine Boxen treffen eh nicht an Champions, weil die immer rauslaufen. Für mich ist es ein Buff. Gut, nee, also, naja, es ist, ja, müssen wir mal gucken. Ich denke, so ein paar Punkte im Early Game da rein, nett. Q packt man ja eh nicht so wirklich Punkte rein. Manchmal kann man noch 2, 3 Punkte reinmachen, manchmal packt man direkt ins W. Gut, Trundle. Trundle hat weniger Cooldown auf Chomp, das heißt, Türme schmelzen. Das müsste noch auf Türme gehen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwann, die haben es hinzugefügt, weggenommen, Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, mehr Chomp heißt mehr Chomp, mehr fressen. Twitch wird AP genervt, das heißt weniger Stack Damage. Und AD genervt, das heißt mehr Duration und mehr Bonus Damage, die man bekommt. Udyr ist mega krass heftig im Jungle, das heißt, der rennt komplett durch, der Boy. Hat jetzt mehr, beziehungsweise verliert HP. Er bekommt weniger HP dazu pro Level. Und seine Phoenix Dance macht weniger Schaden, deutlich weniger Schaden, muss man sagen. 35 weniger, das ist ordentlich. 35 ist ordentlich. Ja, ordentlich fängt ab 30 an. Ja, ordentlich. Vigo. Ich muss sagen, ich habe noch keinmal Vigo gespielt. Jetzt ist es raus. Ihr könnt mich jetzt festnageln. Jetzt ist es raus. Keine Ahnung, was es heißt, aber er kann keine Two-Hit-Shots mehr dodgen that are in the air when he starts the procession animation. Wisst ihr Bescheid? Muramana. Muramana ist gerade sehr ähnlich zu Sense Reaver und deswegen, also beziehungsweise beide Dinger machen halt, also die sind sich zu ähnlich und die sollen ein bisschen weiter auseinander. Das heißt, Muramana hat den durch Basic Abilities und Basic Attacks Damage gemacht, Zusatzdamage. Und das wird jetzt ein bisschen auseinandergepackt. Das heißt, Basic Attacks machen statt 2,5 nur noch 1,5 Damage Prozent, aber Abilities dafür 3,5. Muramana ist also gut für Abilities. Und eine Sense Reaver für Auto-Tags. Das ist die Message hier. Ja. Außerdem haben wir dann noch Unterscaled allerdings für Rangers ein bisschen weniger. Das heißt, da hat man statt 3,5 hat man 2,7. Und All Abilities also deal 6% Total AD. Ich denke, das ist neu. Weil da stand vorher nicht dabei. Das ist ziemlich krass. 6% Total AD ist nett. Ist definitiv nett. Ist gut. Ist gut nett. Stridebreaker. Stridebreaker ist aktuell, der Peitschenschlag ist super stark, der Dash ist nicht so gut, deswegen wird das angepasst. Peitsche wird genervt, weniger Scaling, deutlich weniger Scaling. Holy Toledo, deutlich weniger Scaling. Und der Slow ist geringer und das Dash Speed ist geringer. Ne, stopp, Dash Speed ist höher und die Reichweite ist höher. Das heißt, damit kann man jetzt auch vielleicht mal ein bisschen besser an den Gegner ran. Serpent's Fang. Serpent's Fang ist cool, beziehungsweise ist es scheiße. Aber es wird cool, denn Serpent's Fang ist jetzt so, wenn ihr jemanden angreift, dann reduziert ihr die Schilde, die ihr bekommt, wenn ihr ein Melee seid, um 50% und wenn ihr ein Range seid, um 25% für die nächsten 3 Sekunden mit jedem Auto-Tag. Ja, Auto-Tag ist permanent drauf, mega broken crank. Und wenn ihr jemanden angreift, der noch nicht diesen Shield Reaver, ist ein bisschen komisch geschrieben, der noch nicht diesen Shield Reaver drauf hat, bedeutet, wenn ihr jemanden angreift, den ihr vorher noch nicht angegriffen habt und der ein Schild hat, dann wird das Schild sofort reduziert um 50% als Melee und 25% als Range. Ist mega cool. Ich könnte mir vorstellen, dass es gegen einige Champions broken stark ist. Ich meine, wer ballert richtig Schilde raus? Wer? Ich meine, manchmal hat man einfach so ein Team. Die Gegner haben Barrier, die Gegner haben hier noch eine Orianna. Allein wenn du eine Orianna in der Mitte hast mit Barrier, ne, da ihre E schildet ja auch, dann wäre es schon worth. Aber es gibt auch Champions, vielleicht Sona, irgendwelche, die ständig shielden. Da ist das bestimmt nicht verkehrt. More of Mortius kostet ein bisschen weniger Gold. Black Cleaver wird, naja, gechanged. Kostet weniger Gold, hat mehr HP dafür. Und dafür fällt allerdings der Butcher-Effekt weg. Das heißt, dass man keinen Bonus-Damage mehr macht. War auch ein bisschen überflüssig, sind wir ehrlich. Dafür bekommt ihr jetzt allerdings pro Stack, den ihr aufbaut,
Move and Speed. 5 Move and Speed. Ist cool, ist nett, ist cool, ist nett. Gut, das war's. Dann gibt's noch neue Skins. Wir haben Biasa. Ne, Bisaha. So, Malza als Bienenversion. Dann haben wir Beamore und Yubi. Yubi. Sieht ganz cool aus, sieht ganz lustig aus, sieht ganz cool aus, sieht ganz lustig aus. Das war's. Soweit? Jawohl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt heute gut schlafen. Ich hoffe, ihr habt wunderzuckrige Träume. Und wenn ihr das erst am nächsten Tag seht, dann wundervollen Tag euch. Auf Wiedersehen. Bis denn, Antenne.